Hallo und herzlich willkommen zu meinem Workshop zum Thema Improvisation vorbereiten, Vorbereitung improvisieren. In diesem mehrteiligen Workshop geht es, wie der Name schon erahnen lässt, um das Thema Improvisation beim Spielleiten. Die meisten erfahrenen Spieler erkennen das Problem. Immer wieder muss man irgendwelche Situationen, Namen oder ähnliches improvisieren und tut gut daran, sich vorher vorbereitet zu haben, um das dann besser hinzukriegen. Wir beginnen mit einer recht einfachen Technik, Listen. Namenslisten führen dazu, dass ich jederzeit Namen parat habe, selbst für NSCs, von denen ich vorher nicht wusste, dass sie in der Spielwelt existieren würden. Solche Listen sind für viele Spielleiter Standard. Es gibt da genug Beispiele im Internet. Aber man kann das Spielchen noch etwas weiter treiben. Hinter einen Namen kann ich auch noch Charaktereigenschaften schreiben, damit ich nicht nur spontan den Namen einer Stadtwache weiß, sondern auch noch, ob sie besonders aggressiv, neugierig, neunmal klug oder faul ist. Ich kann auch Äußerlichkeiten aufschreiben, zum Beispiel, ob jemand eine auffällige Brosche trägt, ein Holzbein hat oder eine große Narbe im Gesicht. Auf diese Weise trage ich zur Glaubwürdigkeit der Spielwelt bei. Also die Spieler fühlen sich besser in die Welt hineingezogen und ich erreiche außerdem, dass die Spieler nicht unbedingt immer sofort wissen, ob ein Charakter nun wichtig oder unwichtig für meinen Plot ist. Denn wenn jeder Charakter sofort einen Namen hat und auch eine kleine Besonderheit an sich, dann wird es umso schwieriger für die Spieler herauszufinden, ob das nun ein vollkommen unwichtiger Händler ist oder vielleicht nicht doch gerade irgendwelche Plotrelevanz hat. Das ist nicht unbedingt in jedem Spielstil erwünscht, aber in einer möglichst glaubwürdigen Welt trägt es auf jeden Fall dazu bei, die Spieler besser ins Spiel einzubinden. Man kann auch so eine Liste noch weiter mehr Details erweitern. Und was sehr hilfreich ist, sich einige Felder freizulassen und nachdem man einen Namen benutzt hat, dort einzutragen, wo dieser Charakter aufgetreten ist und wer er war. Auf diese Weise können die Spieler, wenn sie mal wieder in das gleiche Dorf kommen, den Charakter wieder treffen und durch die Charaktereigenschaft, die ich vorher zugewiesen habe, kann ich den NSC auch wieder genauso darstellen, wie ich es beim ersten Mal getan habe, was wiederum die Glaubwürdigkeit stark erhöht. Namenslisten sind nur der Anfang. Man kann Listen nicht für so ziemlich alles benutzen. Seien das die Namen von Städten oder irgendwelchen Hotels, Gasthöfen, in modernen Settings Straßen und Autokennzeichen. Für all das kann ich mir eine kleine Liste machen und wenn irgendeine Frage auftaucht, wo ist der Nachtclub XY, nennt man schnell eine Straße mit Hausnummer und schreibt einfach dahinter kurz, was denn da nun tatsächlich ist. Auch hier, es erhöht die Immersion. Die Spieler fühlen sich mehr ins Spiel hineingezogen und haben das Gefühl, viel stärker am ganzen Geschehen teilzunehmen. Das Prinzip der Listen kann man also beliebig weit ausbauen und gerade für längere Kampagnen ist es eigentlich ein großer Fehler, auf Listen in irgendeiner Form zu verzichten, weil man eigentlich nur Vorteile dadurch genießt. Die nächste Idee, die man nutzen kann, um sich die Improvisation zu erleichtern, sind sogenannte Relationship Maps. Das Prinzip einer Relationship Map ist nicht für jede Kampagne und jedes Abenteuer sinnvoll, aber in bestimmten Situationen kann es einem das Gestalten des Abenteuers deutlich erleichtern. Der Kern einer Relationship Map, zu denen es Unmengen von Material im Internet gibt, ist, dass man die Charaktere, sowohl die Spielercharaktere als auch die wichtigen NSCs oder NSC-Gruppen, in Form einer Netzkarte aufzeichnet und mit entsprechenden Beziehungen verknüpft. Wenn ich das vor dem Spiel getan habe und mir die Relationship Map auch immer wieder aktualisiere, je nachdem, was während der Spielabende passiert ist, dann kann ich jederzeit erkennen, welche Gruppe von NSCs wie auf die Spieler reagiert, wer eventuell daran interessiert wäre, dass die Spieler irgendetwas für ihn tun oder andere Sachen, auf die ich sonst nicht ohne weiteres komme.
Der Vorteil einer Relationship Map zeichnet sich gerade dann aus, wenn ich eine Setting habe, das räumlich begrenzt ist. Zum Beispiel Vampire, das ja hauptsächlich in einer bestimmten Stadt spielt, ist prädestiniert für eine solche Map. Gerade auch, weil hier Intrigen eine große Rolle spielen und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Clans, den einzelnen Vampiren und den SCs eine extrem große Rolle und einen extrem großen Einfluss auf das Spiel haben, ist es sträflich, hier auf eine Relationship Map zu verzichten. Wie man eine solche Karte, also eine Relationship Map anlegt, das ist Thema eines ganz eigenen Workshops, den ich eventuell später irgendwann mal online stellen werde. Aber es gibt hierzu absolut ausreichend Material im Internet und wer sich darüber informieren möchte, kann das also ohne große Probleme tun. Ja, im zweiten Teil wird es dann um weitere Techniken zur Improvisation, also zur Vorbereitung der Improvisation gehen. Und im dritten Teil werden wir dann etwas darüber sprechen, was ich tun kann, um die Vorbereitung zu improvisieren. Vielen Dank!